Ein Tag im Smart. Noelle und ich mussten im Smart schlafen, aufs Klo gehen, essen, mit einer Regie, die es viel zu sehr genießt, uns leiden zu sehen und uns am Ende nicht mal davor schützen konnte, im Smart abgeschleppt zu werden. Diese gesamte Bestrafung nur, weil wir rausfinden wollten, wie viele Leute in ein Smart passen. Aber wir ziehen es durch. Let's go. Right. Na? Ja, wunderschönen guten Tag. Ich bin gerade direkt aus dem Malle-Flieger hierher geputzt. Ich bin aus der Schule gekommen. Geil, es regnet, es ist Halloween und wir chillen im Smart. Let's fucking go. Was hast du am Start? Meine Decke, die ist schon nass vom Regen und natürlich so den größten Airport der Welt. Hier deponieren wir erstmal so ein Schiff. Ach, das ist alles komplett nass von dem Regen. Jetzt ist dann der Moment, wenn wir uns jetzt reinhocken, dann gehen wir doch erstmal nicht mehr raus. Go! Ah, so. There we are. Sind wir da drin? Geil, Digga, ich hab wirklich voll Bock. Digga, hier ist viel mehr Platz, als ich dachte. Man muss auch dazu sagen, die Regie hat sich hier die ein oder andere Sachen überlegt. Und hat auch gar nicht lange auf sich warten lassen. Zuerst mit Kostümen. Was ist das? Ja, aber was ist das hier? Jo, Digga, ich hab auch so ein Ding. Die Sehstelle aus. Jo. Super gemacht, Regie. Geil. Und dann auch mit Aktivität. Also wir sollen jetzt einen Kürbis schnitzeln. Dann legen wir einfach mal los. Also ich hab halt Angst, dass ich mir ins Bein schnitzel. Ich krieg das Messer nicht mehr raus. Zack, mein Zyklop ist fertig. Das ist Mr. Real. Und weil es ja eben Halloween war, sollten wir die Kürbisse jetzt verschenken. Lol. So, fahr mal los, ne? Okay. Here we are. Also, wir müssen jetzt Leute spotten und denen unsere Kürbisse andrehen. Guck mal hier. Guck mal, da sind Leute. Entschuldigung, kurze Frage. Wollt ihr einen Kürbis von uns haben? Schenkt den an wen anders. Wir sind noch voreingeladen. Oh, schade. Oh, Mann. Schenkt ihn an mich. Ja, ja, du, ja, ja, geil. Ja, Leute, ich schick ihn. Sein Name ist Mr. Riz. Mr. Riz? Mr. Riz, genau. Geil, Alter. Viel Spaß damit. Das wird mein Kostüm für heute Abend. Alter, geil, Digga. Kurs geht raus. Was zur Hölle? Dann langsam Zeit für Abendessen wurde, wir aber natürlich das Auto nicht verlassen durften, gab es eigentlich nur eine Option. Moini, einmal eine Apfeltasche für Duell. Dass man mal sagen muss, dass sie für Duell ist. Okay, geil. Dieser Becher ist sau wichtig später für die Toilette. Und das hier ist dann für groß und so. Noch bevor es zum richtig spannenden Teil übergehen sollte, und zwar der Nacht, gab es noch ein kleines Geschenk von der Regie. Damit ihr nicht so einsam seid. Hey, geil. Ich liebe Giraffen. Das ist Bernd. Ja, Hammer. Ey, vielen, vielen Dank für die grandiose Regie. Bis morgen. Tschüss. Guten Abend. Ja, da hatten wir noch keine Ahnung, was am nächsten Tag alles ansteht. Wie absolut krank ist da noch. Weil wir jetzt aber auch erstmal einen Ort finden mussten, wo wir einfach schlafen können. Hier ist einfach so ein Parkplatz. Hier stehen Autos rum und so, ich glaube. Digga, das ist perfekt. Ne? Ist perfekt. Okay, Duell, da würde ich sagen. Ich muss pissen. Ich würde jetzt auch aus der Tür rauspissen. Ja? Ja. Kommt halt ein Auto jetzt. Jetzt kann ich halt nicht pissen. So. Papa, der fährt so ganz gechillt da so her. Das Einzige, was er sieht, ist... Oh, Junge. That sound effect. Was? Das war's schon? Hä? Das war's ja. Hä? Das war ja real rap. Fast. Keine 10 Sekunden. Ja, Zeitmanagement. 10 Sekunden. Das kann ich ja uncut reinschneiden und die Video-Watcher wird nicht untergehen. So. Das ist unfassbar. Lass Zähne putzen, Digga. Ja. So. Geil! Leute, wirklich, das ist doch Jackpot. Guck mal, so viel Softie. Ich glaube, ich bin einfach so auf dem Lenkrad. Guck mal, einfach so. Stark. Okay. Okay. Okay, jetzt ist ultimativ der Moment, wo wir halt wirklich pennen gehen. Das hier ist mein Kopfkissen heute, mein Schal. Das ist jetzt eigentlich wie in so einem Business-Class-Flug. Ja. Wir sollten mal einen Business-Class-Flug machen und uns vergleichen. Ja. Geil. Dann good night, Bro. Good night. Das kriegen wir echt gut über die Bühne, diese Bestrafung. Und erstmal hieß es jetzt schlafen, aber wie man sich denken kann, war es jetzt nicht der stabilste Schlaf. Okay, Status-Update. Ist das, was du gesagt, 5:30 oder so? Ist 5:30. Wir haben jetzt beide irgendwie ein bisschen gepennt, aber irgendwie sind wir so beide gerade aufgewacht. Ja, ist geil. Irgendwie ist es cool. Also ich bin so 3-4 Mal aufgewacht, weil ich so die Position einmal wechseln muss. Jetzt auf jeden Fall echt mies kalt auch. Es regnet die ganze Zeit. So. Langsam aber sicher wurde es Tag. Ah! Als ob der jetzt deshalb nicht aufgewacht ist. Ah! Guten Morgen, Freunde. Simon, wir haben fast 8. Simon will, glaube ich, immer noch schlafen. Und irgendwie habe ich es dann auch geschafft, wach zu werden. Sorry, einfach auch so richtig kaputt. Einfach wieder zum Drive-In fahren. Ja, komm, das machen wir. Es fühlt sich irgendwie so strange an, jetzt einfach wieder so zu fahren. Wenn jetzt dieselben Leute wieder da arbeiten, dann haben wir es geschafft. Einmal einen schwarzen Kaffee. Haben Sie eine Latte? Latte Macchiato? Latte Macchiato. Cheers. Cheers. Okay, dann würde ich sagen, kurz Kaffee sippen, dann mache ich mich mal wieder fresh. Wir sind jetzt ready für jeglichen Shit und wir warten auf die Regie, die sich für den zweiten Tag sogar Verstärkung geholt hat. Ey! Ja, ich bin jetzt da. XXL Noel! Weil ihr braucht ja Frühstück. Möhrensaft! Also, Simon, für dich haben wir ein Schlemmer-Töpfchen. Geil, Digga! Aber geil, mit Chili verfeinert, okay. Du darfst Rollmops essen. Geh weg, Digga! Geil! Pack das so raus, wenn ich nicht mehr öffne. Lass es zu! Digga, es ist jetzt auf meine Hose getippt. Hä? Ist das euer Ernst? Was sind das denn für welche? Hier, lass erstmal beide Glöckchen essen. War dich auch schon ekelhaft. Alter, das ist doch nicht mehr normal. Wie ekelhaft ist das denn? Schreit. Also, das ist noch schlimmer, nein. Du machst jetzt... Digga, ich werde das Stück nicht nehmen. Nein, du guckst einfach nach oben. Nein, warte, jetzt stopp mal. Ich werde nicht... Okay, okay, okay. Lecker! Noch ein Saft.
sofort. Ja? Ja, gut, immer so, und als Belohnung kommt ihr ein richtiges Frühstück. Oha. Das einzige vegane Brötchen in ganz Köln. Wirklich jetzt? Dankeschön. Ey, wie geil. Das Frühstück durften wir noch ganz kurz genießen. Wir haben ja ein bisschen Wasser noch hier. Das ist natürlich exorbitant. Boah, du bist so ekelhaft, Alter. Boah, das. Ich putze jetzt ohne Wasser. Auch halt. Aber jetzt wollte die Regie ein ganz anderes Level einschlagen. Was machen die denn schon wieder hier? Guten Tag. Moin. Wir sind Künstler aus Italien. Unsere Kunst spezialisiert sich auf Autokalligrafie. Autokalligrafie. Ich mach mal vielleicht das Fenster hoch. Du hast alles vorgejuiced. Digga, was habt ihr da? Ja, ja, das ist mir schon dabei. Ich hab mich schon rasiert heute Morgen. Ja, guck mal. Nein, nein. Warte, ist alles voll. Was machen die hier schon wieder hier? Digga, machen die jetzt das Auto dreckig? Hä? Leute. Das ist ein Mietwagen. Was habt ihr da hingeschrieben? Was schreibt ihr für eine Scheiße hin? Das war jetzt dumm. Das war jetzt dumm. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja! Ja! Warum ist das so fucking witzig? Mach mal mit Sprühen. Scheiße! Und auf den Disrespect hatte die Regie gar keinen Bock und hat direkt noch einen draufgesetzt. Oh, Digga, what the hell? Hä? Hä? Ich dachte, Kathi hat geschossen. Nur, die haben zwei. Von hinten kam auch noch einer. Die haben aber mit beiden geschossen. Ja, der Smart ist 100% wasted, Bro. Digga, auch hier hinten. Das ist ja komplett krass. Wie soll man das hier sauber bekommen? Aber auch hier war noch lang kein Ende. Die Regie schien eigentlich einen Plan zu haben. Wir sagen euch jetzt nicht, wo es hingeht. Fahrt es einfach mal hinterher. Holy shit. Natürlich haben wir die komischsten Blicke überhaupt bekommen. Guck mal, die Frau jetzt. Ja, guck mal, die winkt ja, zurück. Ja, doch, alle gucken. Alle machen Augen. Sieht das eigentlich krass von außen aus? Ich kann echt gar nicht einschätzen, wie es von außen ist. Aber ich sehe das jetzt hier in der Spiegelung. Es sieht echt dumm aus. Mama! Wir sind jetzt im Smart. Wir haben hier drin gepennt. Hier ist überall Konfetti und so. Croissant. Wir wohnen hier gerade komplett drin. Lol, Waschstraße. Mama, wir fahren jetzt in die Waschstraße. Oder zumindest wäre das eigentlich der Plan gewesen. So, wir haben jetzt folgendes Problem. Alter, ich muss unbedingt Aaron abschießen. Es gibt eine Störung bei der Waschanlage. Boom! Attack! Boom! Und letztendlich konnten wir den Smart dort nicht waschen. Okay, nächste Waschstraße. Let's fucking go. Geil, dass wir jetzt noch weiter so rumfahren müssen. Finde ich top. Finde ich mega. Aber da wird das Problem erst richtig real. Wir haben gerade eine neue Erkenntnis gewonnen. Okay. An Sonn- und Feiertag ist es verboten, dass Waschanlage aufhaben. Halt's Maul. Lol. Was? Blödes Vorschlag, wir haben ein Handtuch. Digga, also wir bleiben hier drin. Ich bin voll sicher. Küstenliebe. Und jetzt, wo das Auto sauber war, hat uns die Regie noch aufgetragen zu tanken. Aber natürlich durften wir auch dafür den Smart nicht verlassen. Ganz kurz, eine ganz komische Frage. Wir müssen unser Auto tanken, aber wir dürfen nicht aus dem Auto aussteigen, weil wir gerade in so einer Challenge drin sind. Wir brauchen normales Super Plus quasi. Leute, ich bin zu alt. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ey, danke, danke, danke. Das ist irgendwo auf TikTok oder so. Ja, mega. Wirklich vielen, vielen Dank. Danke. Das ist mega. Jetzt, wo wir das Auto wieder sauber bekommen haben, getankt bekommen haben, hat plötzlich nochmal das Telefon geklingelt. Hallo, hier ist die Regie. Hallo. So, das war ja jetzt wirklich schon sehr, sehr viel Action für den heutigen Tag. Wir würden sagen, wir geben euch jetzt einfach mal echt ein bisschen Verschnaufpause. Wir würden uns jetzt erstmal zurückziehen und euch noch ein bisschen Ruhe gönnen. Okay, alles klar. Alles klar, viel Spaß euch. Danke. Ciao, ciao. Ciao. Okay, ja, entspannt, Digga, dann machen wir jetzt einmal einen entspannten. Ich traue die ganze Sache nicht. Denkst du? Nee. Und arg lange hat es noch gar nicht mehr gedauert, bis wir bei unserer schönen kleinen Verschnaufpause ein bisschen Besuch bekommen haben. Hä, da kommt ein Abschleppwagen. Der fährt komplett direkt auf uns zu. Yeah. Ja! Ist denn jetzt wirklich für uns? Hallo Jungs! Hallo! Stadt Köln, ich habe den Auftrag, euch abzuschleppen. Wir stehen im totalen Halteverbot hier. Oh, Scheiße! Ich halte euch jetzt auf. Da gibt's nichts zu lachen, wenn das auch sonst ein Problem gibt. Wollt ihr mich komplett verarschen, Digga? Aber wir müssen im Smart drin bleiben. Wir dürfen nicht den Smart verlassen. Ist das okay? Ja, okay, ist ja kein Problem. Dann nehmen wir euch so mit jetzt. Ja? Was? Wir werden einfach mit aufgeladen, oder was? Ach du Scheiße! Ist das geil! Ihr seid so komplett krank! Digga, wir fahren einfach Achterbahn! Alter, Digga, wie steil man da nach oben fährt! Boah! Keiner fliegen, Digga! Alter, unser Zuhause fällt dann auseinander! What the fuck? Oh, die können! Leute, wie viel höher sind wir jetzt? Einfach höher gelegt worden! Digga, Alter, wir haben sowas von den heftigsten Tag zusammen ins Smart gebracht, Alter! Das war crazy! Digga, es war komplett geil! Alter, wir werden Digga, einfach... Digga, wie dumm ist das denn? Digga. Okay, Alter. Ciao, Alter. Ja gut, Leute, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr Bock habt auf mehr solche Aktionen. Wir auf jeden Fall nicht. Und ja, keine Ahnung, irgendwohin wird uns der Brez, glaube ich. Abonnieren.